Ist der Ruf erst ruiniert? Geschäftsschädigende Äußerungen im Internet. Also geschäftsschädigende Äußerungen im Internet, das nimmt zu. Das ist ein Riesenproblem für ganz, ganz viele Firmen. Genau, das wird immer mehr. Das merken wir auch bei uns in der Kanzlei. Viele Firmen machen sich leider selber das Problem und lassen zu viel Zeit verstreichen. Da muss man schnell handeln. Wenn also über eure Firma eine negative Bewertung im Internet auftaucht, vermeidet gleich ein erstes Problem. Die Strafanzeige, auf die viele Unternehmen setzen, die ist aus meiner Sicht nicht zu empfehlen. Denn eine Strafanzeige ist häufig gedeckt mit zu hohen Erwartungen und beseitigt eigentlich das eigentliche Problem nicht. Häufig werden derartige Verfahren schlicht und ergreifend eingestellt. Wenn ihr schnell und effizient eine geschäftsschädigende Äußerung über euer Unternehmen aus dem Netz katapultieren wollt, dann greift auf zivilrechtliche Mittel zurück. Das Zivilrecht bietet eigentlich alle Mittel und Wege, damit ihr schnell und effektiv eine solche diffamierende Äußerung aus dem Netz kriegen könnt. Und diffamierende Äußerung, das kann im Kern sein eine unwahre Tatsachendarstellung auf der einen Seite, das kann aber auch ein Werturteil sein, eine Meinungsäußerung, die wirklich aber einen Kern hat, der nur diffamiert, der nur diffamierend, nur darauf ausgerichtet ist, euer Unternehmen schlecht zu reden. Es spielt auch im Kern gar keine Rolle, ob ihr euch auf den Portalbetreiber erstmal einschießt, erstmal gegen den vorgeht oder erstmal euch an den Täter wendet, soweit er ermittelbar ist, oder gegen beide. Das ist erstmal euch überlassen. Die erste Möglichkeit ist die Inanspruchnahme des Portalbetreibers. Also man wendet sich direkt an Google, Facebook, Yameda, Sanego oder sonst den Betreiber des Portals, auf dem das Ganze veröffentlicht wird. Dieser muss eine diffamierende Äußerung löschen. Darüber muss man ihn dann über diese diffamierende Äußerung in Kenntnis setzen und er muss dann prüfen, ob das Ganze zu entfernen ist. Neu ist hierbei das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Hier steht der Portalbetreiber besonders unter Druck. Denn er muss binnen 24 Stunden nach der Meldung über diese diffamierende Äußerung prüfen, ob hier eine Entfernung vorgenommen werden muss. Und entfernen, also löschen, muss er diese Bewertung oder diesen Beitrag dann, wenn eine offensichtliche Rechtswidrigkeit vorliegt. Macht er das Ganze nicht, dann drohen ihm Bußgelder. Und ihr habt die Möglichkeit, euch an das Bundesamt für Justiz in Bonn zu wenden und dort über ein entsprechendes Formular diesen Portalbetreiber anzuzeigen. Wenn ihr den Täter kennt, wenn ihr also genau wisst, wer identifizierbar dafür verantwortlich ist, dass diese geschäftsschädigende Äußerung im Internet veröffentlicht wurde, dann nehmt auch den Täter in Anspruch. Gegen den Täter habt ihr noch mehr Möglichkeiten als gegen den Portalbetreiber. Ihr könnt den Täter direkt auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Ganz klassisch passiert das im Wege einer Abmahnung. Ihr wendet euch an einen Anwalt, der wird dann eine Abmahnung aussprechen und mit der Abmahnung die Unterlassungsansprüche geltend machen und der wird auch die euch entstandenen Rechtsanwaltskosten bei dem Täter geltend machen. Reagiert der Täter auf die Abmahnung nicht, müsst ihr wieder schnell sein. Hier ist es ganz wichtig, denn man hat nur einen Monat Zeit ab Kenntnis von der diffamierenden Äußerung, um im Wege der einstweiligen Verfügung den Täter auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen. Das ist das Eilverfahren und hilft euch bei der Durchsetzung eurer Ansprüche. Noch ein paar hilfreiche Tipps haben wir auch für euch in der Infobox verlinkt. Schaut mal rein. Wir haben da unseren Reputationsrevisor veröffentlicht. Damit könnt ihr selber euch Schreiben generieren, mit denen ihr euch dann an den Portalbetreiber wenden könnt. Macht das immer schriftlich, das ist ganz wichtig, egal ob ihr euch an den Täter oder Portalbetreiber wenden könnt. Immer schriftlich machen. Und schaut auch mal, wir haben euch auch verlinkt, unsere Beiträge für negative Bewertungen auf Google Places und Google Maps und auch unseren Beitrag zu negativen Äußerungen, geschäftsschädigenden Äußerungen auf Facebook. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.